Hallo, guten Tag. Mein Name ist Bianca Hauser. Ich bin die Geschäftsführerin des Immobilienunternehmens Easy Home in Ihringen. Und heute stehe ich hier bei herrlichem Wetter mit Ihnen in Freiburg-Thiengen in der Straße am Märzengraben Nummer 14 und zeige Ihnen gleich hier eine schöne Drei-Zimmer-Wohnung im ersten Obergeschoss in einem Sechsfamilienhaus. Ja, dieses Sechsfamilienhaus wurde 1969 gebaut. Die Wohnung, die ich Ihnen gleich zeigen werde, liegt hier im ersten Obergeschoss, hat 64 Quadratmeter Wohnfläche und ein Highlight, wie ich finde, im Untergeschoss noch eine Nutzfläche von circa 20 bis 25 Quadratmetern. Das ist ein schönes Zimmer, mit Küche und auch extra Bad. Der Eigentümer hat dieses Zimmer als Büro genutzt und nach meinen Informationen war es auch schon mal zeitweise vermietet an eine Physiotherapie. Was Sie dann daraus machen, das können Sie entscheiden. Kommen Sie rein. So, ich stehe jetzt hier im Eingangsbereich dieser Wohnung und was mir gleich positiv aufgefallen ist, ist der Zuschnitt dieser 64 Quadratmeter Wohnung. Also wir haben hier einen großen Eingangsbereich, von dem dann eben einmal das Schlafzimmer abgeht. Hier das Wohnzimmer. Und was mir gut gefällt, wir haben eine extra Toilette und das Bad. Das heißt, morgens gibt es dann auch keinen Stau. Und hier noch ein Kinderzimmer. Dann die Küche. Mit Zugang zu einem kleinen Balkon. Hier können Sie dann morgens in Ruhe Ihren Kaffee trinken. Ja, und nachdem Sie morgens Ihren Kaffee von dem kleinen Balkon von der Küche aus eben genossen haben, können Sie am Nachmittag oder auch abends dann hier über das Wohnzimmer auf den größeren Balkon die Ruhe genießen. Mit schönem Blick in den Garten. Also dieses Sechsfamilienhaus hat ein Grundstück von insgesamt 860 Quadratmetern. Der Eigentümer hat mich darauf hingewiesen, dass eben dieser Garten von der Allgemeinheit genutzt wird. Sie hatten sich dort ein schönes Beet angelegt, auch einen Sandkasten für die Kinder gebaut und den Garten genossen. Wie Sie dann sicherlich bei der Erstbesichtigung, also bei der persönlichen Erstbesichtigung auch sehen werden, kann man in diese Wohnung noch den ein oder anderen Euro investieren. Ich nenne es jetzt einfach mal die Wohnung verschönern. Ich zum Beispiel würde die Türen weiß streichen, auch die Wände streichen oder vielleicht teilweise auch den Boden austauschen. Hier befinden wir uns jetzt in dem Untergeschoss, also im zweiten Teil der Wohnung, von dem ich Ihnen erzählt habe. In diesem Zimmer, wie Sie sehen, sehr hell mit Küchenzeile und auch extra Bad. Wir sind nun im Garten angekommen und somit am Ende unserer Besichtigung. Ich hoffe, die Wohnung hat Ihnen gefallen. Das würde mich sehr freuen. Wenn ja, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie.